Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Günni, dem vierten Günni, bei Starfield und bei was allem noch so dazugehört. So ist er jetzt hier, mal ohne Helm. Ich habe jetzt mal herausgefunden, man kann die Option aktivieren, dass man den Helm auszieht in einem Gebiet mit atembarer Luft, was sehr, sehr schön ist. Dadurch, dass wir jetzt hier in dem Schiff natürlich sind, wird er jetzt nicht angezeigt. Danke dafür, aber trotzdem gehen wir jetzt in die Ego-Perspektive und setzen uns nochmal in den Pilotensitz. Gerade für solche kleinen Sequenzen ist es wichtig, dass der Helm nicht drauf ist. Der Schnubbi muss mit drauf. So, jetzt können wir allerdings dann auch einmal die Reiseoption aktivieren. Weil selbst mit Boost hat sich hier an der Entfernung nichts getan. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann trotzdem sehr langsam darauf zufliegen, aber ja. Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Okay, drücke Start, um das Datenmenü zu öffnen. Du kannst auf die Sterngrade zugreifen. Da, nehme ich mal an. Jawohl, Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung. Lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Creed Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Alles klar. Erstmal scanne ich den Planeten. Ach du Heilige. Okay, die Ansicht war cool. Eisen, Helium, Wasser. Jetzt ist natürlich... Okay, PB ist Bleier. Ja, wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber jetzt kommt der Schnee. Jetzt, weißt du, nach... Boah, wann bin ich beim Gummi raus? Safe jetzt mittlerweile schon 15, 14, 15, 13, 14, 15, irgendwie sowas. Wasser, Helium, Helium 3 ist ja immer so, ne? Blei, Eisen, Eier ist Silber? Argon, schade, AG ist Silber, oder? Ach ja. Ja, Wasser kriege ich noch einigermaßen hin. Was ist nochmal Hansen? NE Neon. Kreuzworträtsel bilden auch manchmal, aber Neon war, glaube ich, noch nie gefragt. Ist sehr bleihaltig, nehmen wir es mal dabei. Und oben ist tatsächlich Wasser, also rein theoretisch, ne? Bewohnbar, ein Leben entdeckt. Wuhu. Aber ist jetzt, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir analysieren jetzt schon viel zu sehr den Planeten. Wir gehen zu der Creed-Forschungsbasis und landen dort. Günther, Level 1. Die Crimson Fleet ist ein loser Verbund freier Piratengruppierungen, die in den besiedelten Systemen häufig für Unruhe sorgen. Ist jetzt die Frage, kann ich mich denen anschließen? Ist nur so eine ganz, ganz nebensächliche Frage tatsächlich. Oh. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Schöne Landesequenz. Nun. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht auffällig, dass ich jetzt hier mit so einem dicken Schiff einfach lande. Mag ihn. Das ist nur die Frage, warte mal, wir gehen jetzt einmal hier lang. Der gelehrte Astronom. Der Spind des Käpt'n. Mal gucken, ob das jetzt tatsächlich mal ein Buch ist. Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass das funktioniert mit dem von wegen Helm nur ausblenden, aber anzeigen, sobald man in Luftgebiete geht. Obwohl, ja, okay, hier scheint es atembar Luft zu geben. Antibiotika. Alles mal mitnehmen. Moin. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Okay. Warum ist dieser Captain von der Crimson Fleet eigentlich ausgerechnet der Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Mhm. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Also eher so der Räubertyp, ja. Was ist die Constellation? Vielleicht kannst du mir helfen. Wer seid ihr eigentlich, du und Barrett?
Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten Sie sich der Constellation anschließen, wären Sie das 10. aktive Mitglied. Das sind ja jetzt nicht so viele tatsächlich. Okay, warum vertraut er mir einfach so das Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Hm. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Ah, zweckmäßig. Gut, verstehe ich. Ich finde ihn auf jeden Fall klasse, den Typen hier. Haben wir hier noch irgendwas, was ich nochmal eben schnell mitnehmen könnte? Ein Feuerlöscher. Großartig. Falls ich ihn mal da draußen brauche, ne? Also erst die ganze Basis auseinandernehmen und dann... Aber gut. Unbekanntes Terrain. Ich kann hier atmen. Augenscheinlich. Und da unten ist höchstwahrscheinlich eine Basis. Da ist noch viel gelöt. Oh Gott, ey. Okay. Habe ich aber keinen Scanner für. So ein bisschen Gewubbel da hinten sehe ich ja von den Dingern. Seid ihr friedlich oder? Also noch tun sie mir zumindest nichts. Also ich habe ein bisschen was von Redkackerlagen, ne? Also wir es sind schon so ein bisschen, es ist wieder so ein paar Anleihen, ne? Aber es ist auch ein Bethesda-Adventure, also von daher. Also, Entschuldigung, Rollenspiel, bevor sich da jetzt wieder Mäuler zerrissen werden. Vorsichtig. Oh Gott. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Ich kann scannen. Und Fauna Creed Fisch haut einfach ab. Okay. Oberflächenkarte. Die Frontier. Okay, es gibt auf jeden Fall immer noch mal so ein bisschen was zu entdecken. Hat ein bisschen was von Mass Effect tatsächlich. Hatten wir ja auch gehabt in einer Staffel, da war das ja auch so gewesen, dass man dann immer so ein paar Quadranten hatte und dann konnte man sich da dann so ein bisschen auch Ruinen angucken und sowas. Bin ganz froh, dass der mich jetzt gerade nicht angegriffen hat, aber scannen konnte ich ihn jetzt auch nicht. Hm? Oh, No Man's Sky all over again. Haben wir hier... AG Silber, siehst du mal. Eisen. Meine Chemiegrundkenntnisse haben mich immer noch nicht komplett verlassen. Immer mal wieder den Scanner anschmeißen, einfach nur um zu gucken. Hey, da ist immer noch Eisen. Ich möchte mich jetzt halt hier auch nicht irgendwie großartig mit meinem Werkzeug durch den Boden buddeln, vor allem nicht, wenn ich mich auf eine feindliche Basis zu bewege. Bisschen erschrocken tatsächlich. Okay, Creed Forschungslabor. Auch nochmal Eisen. Nur die Frage. Geduckt gehen. Was ist das denn? Muss ich dafür näher ran? Ich sehe jetzt hier zumindest auch gerade keine Waffen. Ach, Waffen. Hm. Außenposten 8. Oberflächenkarte, Fotomodus zurück. Ich kann auch nicht zoomen, ne? Das wäre geil, wenn ich mit dem Scanner halt vielleicht auch nochmal irgendwie zoomen könnte oder sowas. 18% O2. Wieso kann ich nicht scannen? Muss ich das auch erst nochmal einbauen oder was?
13% gescannt. Nehmen, Faser hinzugefügt. Achso, das war jetzt dann die Geschichte. Oder muss ich davon einfach schlichtweg mehr, also diverse Staubwurzeln finden und die dann katalogisieren oder sowas? Na gut, das werden wir noch herausfinden. Jetzt ist es erstmal wichtig hier, Forschungsbasis. Ja, renn einfach rein. Ich meine, ich bin sowieso nicht so der Schleichende in der Rolle, aber... unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, tatsächlich, um einfach hier so rein zu spazieren, danke. Aber rein theoretisch in Günni-Schuhen, ach guck mal, da hinten ist auch noch ein Konstrukt. In den Schuhen von Günni, normalerweise liebe ich Stealth-Gameplay, aber wir kennen es ja, ne, aus den anderen Staffeln. Er hat jetzt nicht so die leisen Sohlen. Oh, Klebeband, sehr wichtig. Falls unser Schiff mal auseinanderfliegt, dann kannst du alles mit Klebeband fixen. Oh, ein paar Rollen, Bolzenschneider. Ist an sich auch wichtig. Ich wüsste nur nicht, wie er uns hier helfen soll. In den Spinnen ist so nix. Aber Klebeband, wie gesagt, ey, extrem wichtig. Wichtigste Ressource auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Haben wir hier. Kann ich wahrscheinlich die Schleuse aktivieren. Ich nehme mal vorsichtshalber schon mal eine Waffe in die Hand, ne? Das kann ja sein. Glasschale mit medizinischen Proben, weiß ich nicht. Vor allem dieses ganze Biohazard-Zeug macht mich ein bisschen betroffen hier. Weiß ich nicht, ob ich hier tatsächlich ohne Helm einfach durch die Gegend laufen will. Schneidzange, Wasserwaage, auch wichtig normalerweise. Funktioniert die auch? Warte. Oh, wichtige Frage. Ja, nice. Funktioniert auch wie bei den anderen beiden, also Fallout und Elder Scrolls. Maßband. Boah. Immer so Zeug, was dann irgendwann verschwindet, ne? Also von daher kann man es ja auch mal mitnehmen. Ich denke mal, sie werden es nachher nicht mehr brauchen. Da ist ein Mülleimer. Medipack. Ist Medipack eigentlich schon auf? Ja. Medipack ist schon. Ab ins Forschungslabor und dann bin ich mal gespannt, wie schnell wir direkt auf den Sack kriegen oder ob ich noch die Möglichkeit habe, dann doch vielleicht mich ein bisschen anzusneaken. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Oh. Notizblock, schlechte Leute und schlechte Witze. Warum ging das Huhn über die Straße? Was ist ein Huhn? Oh Gott. Klopfe ist da. Planet? Planet wer? Planet. Ja, eine Partie. Ich meine. Sagt ein Ekliptik-Söldner zu seiner Frau, ich wurde angeheuert, um dich zu töten und ich erledige immer meinen Job. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Ach, zu einer Frau. So. Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Wie kriegt man einen Freestyle Collective Hinterwäldler vom Baumann winkt? Ja, schlechte Leute, schlechte Witze von Louis Looper, der Nachfolger der Originals, ebenfalls gute Damen sehte. Ich nehm's mit. Familienbrettspiel Starlocked. Und Spiel Solar Frontiers. Wenn man die jetzt noch spielen könnte, wäre geil. Schreibtisch Sandgarten ist schön für mein Schiff. Reminder, run. Moment. Wovor? Warum? Warum sollen wir rennen? Ich finde das nicht gut. Notizblock. Ist einfach nur Notizblock. Ich habe eigentlich fast damit festgerechnet, dass der irgendwelche Infos bereithält. Aber das Einzige, was wir gefunden haben, waren schlechte Witze. Und die waren ausnahmsweise mal wirklich schlecht. Also richtig schlecht, schlecht. Ah. Mal so ein bisschen Muni finden, ein paar, ja, weiß ich, keine Ahnung, ob die Fläschchen irgendwann mal was wert sind, aber ich nehme sie mal mit. Aber hier nochmal ein bisschen Stuff. Die letzten Tage der Erde. Nehme ich erstmal mit. Lese ich auf dem Schiff. Ein Rubik's Cube mit Punkten. Ach du Heilige. Papa. Die kommen ans Bett. Spinnt. Noch ein Spinn.
Magst du bitte aufgehen? Danke. Leere Chunks-Verpackung brauche ich nicht. Notizbuch brauche ich auch nicht, wenn da nichts drin ist. Da ist eine kleine Schatulle, aber die kann ich nicht mitnehmen. Ich könnte auch mal... Danke. Licht könnte ich mal machen, ne? Dann seht ihr vielleicht auch, was ich hier sehe. Irgendwelche Biohazard-Behälter muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Auch nochmal Papiertücher. Goldene Pyramidenskulptur ist auf jeden Fall gut was wert. Das Schwerkraftparadigma. Auch das lese ich dann in der Abendlektüre. Schmierstoffe. Wozu diese ganzen Stoffe da sind und mit was ich was irgendwann bauen kann und sowas, das wird sich ja wahrscheinlich irgendwann mal ergeben, aber... Kaffeetasse, Stift, das ist alles Zeug, womit ich dann mal irgendwann das Schiff dekorieren möchte, deswegen nehme ich es dann doch mit. Häufig produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für Herstellung verwendet werden. Nehmen wir gerne mit. Wie gesagt, alles erstmal lernen. Hier ist irgendein Tank. Das wurde relativ schnell verlassen und der Reminder Run, weiß ich nicht, ob, ob mich das so sehr beruhigt gerade. Hier ist auch nochmal ein Feuerlöscher. Hier wurde irgendwas angesaugt. Irgendein Vakuum erzeugt oder so. Yes. Oh Gott! Ich registriere schwache Lebenszeichen in dem Gebiet. Ja, ich auch. Was bist du denn? Thermoparasit, Nährstoff. Kann ich dich... Gidigid. Haben die an euch hier rumgefummelt oder? Ein Toxin. Okay, ein Toxin ist natürlich schön immer dabei zu haben, vor allem wenn es ausläuft. Dann lass es noch ein Nervengas sein oder sowas und schon hast du eine Party auf dem Schiff. Okay, da ist der Kackeimer. Kettenbrechen. Ein Auszug aus dem Roman Kettenbrechen über alternative Realität in der Mars zu Bewusstsein oder Anatomie gelangten, sich vervielfältigen und in der Mars kolonisierten. Das ist geil. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Klolektüre fürs Schiff jetzt mittlerweile. Kaffeetasse, Notizblock, okay. Da, da und da. Alles cool. Da ist ein Stuhl. Hier im Sünden. Wo ist. Da. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht irgendwie abhauen, nur weil ich wieder gesagt habe, ich finde dich cool und dann stirbst du wieder. So, da haben wir was, da haben wir was, Schlagbohrer. Lass schon mit Genproben. Weiß ich nicht, wie viel die wert sind, aber ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Sukkulente. Diverse Notizbücher. Ich finde es ein bisschen weird hier, dass das alles so schön und, ne, vor allem Monday, am I right? Okay, ich glaube, die Kaffeetassen werden irgendwann mal noch ein Thema. Oh, ein Credstick. 178 Credits und ein paar Dietriche für den Fall. Ach, ich bin schon wieder voll drin in diesem, ne, alles irgendwie nochmal so durchgucken und schauen, was so auf dem Schreibtischen ist. Das hat, fand ich auch bei Fallout immer geiler als bei Skyrim, bin ich ehrlich. Auch wenn es bei beiden so einen Reiz hatte, aber auch das hier, das hat so übel Fallout-Style mit den Gängen in den Walls und sowas. Bin ich jetzt schon wieder cool. Mag ich. Einfach nur für die Erkundung. Schaumbehälter? Machst du diese Alien-Geräusche oder? Achso, das ist deine Linse, ne? Okay. Wird schon paranoid hier. Jetzt hat es ein bisschen was von Dead Space. Oh. Ja, jetzt hat es wirklich ein bisschen was von Dead Space. Moin. Nehmen wir einen Dietrich mit. Notizbuch nehmen. Ist nichts mit lesen. Geschichte der Xenobiologie. Dann lernen wir vielleicht sogar nochmal was. Ein bisschen Dichtmittel. Eine Plane. Das macht jetzt natürlich noch ein bisschen mehr betroffen, dass jetzt hier auf einmal irgendwelche toten Wissenschaftler sind. Oh, ohne Grund mal schon mal nachladen. Flasche mit Genprobe, medizinische Proben, 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 Proben. Ich meine, es ist ein Labor, ne? Was habe ich erwartet? Hier safe sind hier diverse Proben, aber ich hätte gerne mal irgendwo ein Computerdokument oder sowas, was vielleicht mal sagen würde, was hier eigentlich gemacht wurde. Oder jemand, der noch sprechen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, die noch sprechen konnten, mit diesem Schiff abgehauen sind am Anfang. Okay, brennbarer Kanister, auch schon mal sehr gut.
Auch für den Kampf sehr gut zu wissen, dass der hier ist. Aha. Okay, umgucken geht gleich noch. Wir halten nur die Augen offen, wie du gesagt hast. Ja, verstanden. Ja, ja, alles klar. Okay, da sind zwei. Auf der anderen Seite hat jetzt gerade irgendjemand. Oder war das über Funk? Oh, da draußen wir müssen sie vernichten. Okay. Ja, okay, da war ein Crit. Wie sieht es eigentlich aus mit Nahkampf? Hashtag Axt. Nice. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier auch nochmal so ein bisschen Medizinzeug nochmal angucken. So ist das. Laserpistole, okay. Ich nehme die mal mit, einfach nur wahrscheinlich, weil die auch ein bisschen gegen Schilde dann helfen könnte, falls mal Schilde nochmal dazukommen. So, was mit dir, Kollege? Ah, okay. Wird bei Anstrengungen wie zum Beispiel Sprints, Nahkampf und Sprüngen verbraucht. Ah, okay, da unten. Das ist der Ausdauerbalken. Verstehe. Spielkarte, Herz 8, Karo Königin, Kartendeck, Spielkarte, Pik 7. Okay, einzelne Spielkarten. Ich hoffe halt diese ganzen Brettspiele und sowas, die ich finde, dass man die halt auch mal irgendwie spielen könnte oder so. Das wäre cool. Weil du hattest ja bei Fallout zumindest diese Minigames, die du am, oh, Sprudelwasser. Die du auf dem Pip-Boy spielen konntest. Das wäre ganz geil, wenn das hier dann jetzt auch funktionieren könnte. Bei mir ein Notizbuch. Und ein Klo. Was, die Pickwick hier? Die posthumen Papiere des Pickwick-Clubs. Okay. Got Milk. Warum hat der sich mit so einem Buch und einem Ding ins Milch mit einem Notizblock? Das sind wieder diese Sachen so, what the fuck? Was ist auf diesem Klo passiert? Bevor ich hier war. Mach mal bitte die Tür auf. Ich möchte einmal kurz reingucken. Ja, das sind die Klos, die ich von Bethesda Games kenne. Okay, also mit dem Piraten ist sie jetzt Essig. Ich lieb's auch, wie hier überall Sukkulenten rumstehen. Ich wollte mich aber auch nochmal in dem Büro nebenan aber umgucken, ne, bevor ich hier weitergehe. Verkaufsautomat, 75 Credits. Drink your dreams, Orange, Boom Pop. Ja gut, ich habe jetzt Sprudelwasser, falls ich mal was trinken will, ne? Muss ja reichen. Macht das Sprudelwasser eigentlich? Warte mal, wir gehen mal hier übers Inventar. Neue Items, gelehrte Astronomen, das sind das jetzt solche Sachen. Hilfe. Sprudelwasser, generiert 3 Gesundheit. Ja, komm. Haust dir mal rein, Günni. Hast dir verdient. Bin so ein Sprudelwasserschlauch. Ein Trinkpäckchen mit Bier. Finde ich geil. Jetzt kommt mir nicht mit von wegen mit Strohhalm. Ich finde das ist halt immer Full Food, würzige Würmer. Mm. Sweet Rolls. Sweet Rolls. Ja. Ich hätte gern Sweet Rolls. Sind die hier? Und wenn die nur in der Dose sind, das wäre da auch mal ganz geil. Ofenhandschuh. Natürlich. Falls ich mal wieder heiß anfassen muss. Was haben wir hier? Wrap, 6P Orange, okay. Items clean, das war ja generell die Küche hier, wa? Deine Kameralinse macht mich übrigens bekloppt. Trinkpäckchen, Zintmeat. Oder was er hier. Also hier in den Kühlschränken sind tatsächlich auch nur einfach Sachen drin. Generell macht er mich gerade ein bisschen. Oh, man kann die Begleiter schieben. Das ist ein sehr, sehr sinnvolles Upgrade tatsächlich. So, Weinglas. Ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob man das bei Fallout 4 vielleicht sogar schon konnte, weil den habe ich ohne Begleiter gefühlt gespielt. Dann gehen wir mal durch die Tür. Ihr hattet mit irgendjemandem ja noch Funkkontakt, oder war das der dritte, der da auf mich zugestürmt kam? Alter, diese Gänge machen ein bisschen betroffen. Ah. Oh, schön.
Please change filter soon. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Also die gucken sich das Zeug an, wie der Typ auseinandergenommen wird. Ich möchte nicht wissen, was ein Terrormorph ist, bin ich ehrlich. Hier ist auf jeden Fall abgesperrt. Du bist auch echt ein Wunder an Stealth, ne? Deinem Gestapfe, also von daher können wir das in die Richtung schon mal vergessen. Haben wir noch jemanden hier? Hätte vielleicht mal so eine MG mitnehmen sollen, ne? Als die angegriffen haben. Die hätten wir ja dann theoretisch jetzt hier... Warte mal. Bin gleich bei euch. Gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Dann packen wir nämlich einmal den Maelstrom auch. Der macht nur 4 Schaden? Ja, ich meine, gut, aber dafür ist die Schussfrequenz halt deutlich höher, ne? Oh Gott. Ballistische Waffen. Nochmal hier, Chris. Also es spielt sich in den Sequenzen doch deutlich besser als jetzt vorangegangene Shooter-Mechaniken, jetzt zum Beispiel im Fallout. Dass die Erkundung so viel Blut fordert. Ja. Der Feind ist nicht mehr sichtbar. Starte. Gefunden. Das ist cool. Eigentlich ein bisschen fast schon gehofft, dass ich jetzt nochmal irgendwie mit ihr interagieren kann. Was ist denn das? Rändel. Also für 100. Feuerrate ist höher, Präzision ist höher, Schuss. Schade ist halt noch niedriger, ne? Aber ich nehm's mal mit. Ich werde jetzt das nochmal einen Piratenüberfall-Rucksack. Einfaches Boost-Pack. Achso. In die Richtung bewegen wir uns hiermit. Mal kurz nochmal nachladen. Ich hab da irgendwo noch eine Stimme gehört. Na, wo seid ihr? Was zur Hölle bist... Ich frag gar nicht. Aber das wird wahrscheinlich irgendwie diese Aufnahme gewesen sein, die ich angeguckt habe, aber dann anscheinend auf irgendeinem Tablet oder sowas. Aber ich sehe da jetzt sonst nichts. Planetensystemskulptur, schön. Warte mal. Ich habe doch gerade noch irgendwo jemanden gehört. Das ist übrigens ganz geil, dass wir jetzt so ein Laserpoint-Visier haben. Auch nochmal ein Dingi. Kann nur Kaffeekick. Und ein Digi-Dietrich. Ich musste bisher noch nichts knacken. Ich bin mal gespannt, wie es hier funktioniert mit... Okay, das ist viel zu hell dafür. Trigger Simp Experimental. Bist du so ein Terrormorph-Viech oder was? Ich finde ihn nicht gut. Oh. Ich habe so eine grobe Ahnung, ich weiß, wo es drin war. Wieso müsst ihr eigentlich immer an irgendwas werkeln, was euch dann am Ende umbringt, hä? Huh? Ihr seht ja, wohin das führt. Ich hätte richtig Bock, in so einem Labor zu arbeiten, ne? Die ganze Zeit so im Hinterkopf, dass der gleich ausbricht und hier Party macht. Ich pack euch mal ganz kurz eben nochmal zur Seite, weil ich würde ganz gerne wissen... irgendwo dieses Videomaterial, was ihr geguckt habt, oder ja. Einfach rein aus Forschungszwecken natürlich. Mikroskop nehme ich jetzt mal nicht mit. Chemikalien-Schutzanzug. Für den Fall. Wir gehen jetzt erstmal nochmal rum. Muss doch irgendwo irgendjemand sein. Ah. Level up. Auf jeden Fall gibt es wieder ein kleines Belohnungsgeräusch. Verbessert das logische Denken und die Reflexe, damit auch die Fähigkeit zur Problemlösung. Das ist Jet basically, oder? Na gut, das ist ein Epipen. Axt habe ich.
Gucken wir mal einmal hier. Frontier Hülle, Klasse A, Crew 2, das ist mein Schiff. Da ist Skills. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um den Skillpunkt zu erhalten. Finde ich cool. Mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der. Schließe diesen Sommer einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Rang erhöhen kannst. Achso. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du minimale Anzahl der Skillpunkte in der Kategorie ausgeben hast. Okay. Okay, Kampf. Forschung, Technologie. Physisch, sozial. Sozial finde ich eigentlich ganz geil. In die Richtung würde ich den Charakter an sich vielleicht auch ein bisschen mehr bauen, aber Kampf natürlich auch. Pistolenzertifikat, was haben wir hier? Ballistik. Ballistische Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Ja, okay, das war jetzt generell. Ich habe, glaube ich, den Dateifehler genommen als Einsteiger. Also von wegen, dass es keine Hintergrunddaten gibt, was bei einem Günther-Charakter natürlich passend ist. Also wir haben physisch, wir können schleichen. Das müssen wir freischalten tatsächlich, weil ich habe auch bisher noch kein Zeichen gesehen, irgendwie so von wegen, ja, du bist jetzt im Schatten oder sowas. Handel, Gastronomie, überzeugen. In dem besiedelten System erreicht man durch die Fähigkeit, genau zuzuhören, um gekonnt zu diskutieren, oft mehr als durch einfaches Erstschießen, dann Fragen. Plündern und Dieb. Dann würde ich überzeugen tatsächlich machen, aber nicht jetzt. Ich würde jetzt vielleicht nochmal auf Kampf gehen. Nahkampf, Laser entsperren, verursachen, außer Gefecht ist gesperrt. Gibt 3 weitere Punkte für Kampf aus, um Kampfskills freizuschalten. Kann aber auch nicht hier rein, ne? Also Rang 2, gesperrt, schließe Rangherausforderung ab. Ja, okay, da die Ränge gibt man dann aus, indem man diese Herausforderung macht, was ich ein sehr cooles System finde. Entsperren Pistolen verursachen 10% mehr Schaden. Er ist so ein Nahkämpfer, ne? Aber rein theoretisch sind natürlich Schrotflinten auch so ein Thema. Aber Nahkampf weiß ich nicht, das würde passen. Was haben wir denn bei Forschung? Aerodynamik. Absprungreichweite des Sprungantriebs, du gewinnst mehr häufige Seltene, das ist Geologie, Medizin. Ja, er ist nicht so der Forscher. Analyse, Technologie, ballistische Waffensysteme, Bordwaffen verursachen. Okay, das geht aufs Schiff. Fliegen, du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Sehr schön. Du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. Ah, okay, hier bei Sicherheit geht es dann natürlich auf die Schlösser. Drei automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Okay. Schalte die Zielfunktion des Schiffs frei. Okay, ich würde auf... Kampf habe ich ja jetzt. Also Kampf mit ballistischen Waffen generell habe ich. Ich würde halt auf schwere Waffen gehen. Ne? Man kennt mich. Also Güni. Ich würde entweder den sozialen Aspekt nehmen. Was haben wir denn hier jetzt noch? Boxen. Waffenlose Angriffe für 25. Ist auch geil. Tatsächlich. Dir stehen 10% mehr Zauber zu. Ja, fügt die Schleichleiste hinzu. Du hast beim Schleichen 25%. Ja, gut, aber ich habe ja schon gesagt, wir sind kein Schleicher. Wir sind eher so der Draufhau-Typ. Gewicht heben, entsperren, erhöht die Gesamtmenge um 10. Ja, nee. Wohlbefinden haben wir auch, erhöht die maximale Gesundheit. Ich würde auf Schloss knacken gehen. Ich glaube, Schloss knacken ist ein ganz guter Skill. Das erste. Also wir werden natürlich auch nochmal auf ein paar andere gehen, aber jetzt im Moment ist es auf jeden Fall in die Richtung ganz gut. So. Und bevor wir jetzt noch weitergehen und schauen, ob wir unseren Kollegen Piratenanführer finden, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Ende. Wir hatten so ein bisschen Action. Das Labor ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Warte mal, bevor ich jetzt Ende mache, gucken wir es aber hier nochmal einmal rein. Das Labor ist sehr, sehr cool und wir haben einen Skillpunkt freigeschaltet. Inklusive einer Schrotflinte? Oh, ein Lasergewehr. Ein Laser-Rifle, sehr gut. Flasche mit Genproben, einfach nur fürs Geld. Ich komme einfach aus diesen Minuten nicht mehr raus. Deswegen, ganz schnell. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder. Bei Günni, bei diesem Labor, bei Starfield, bei Vesco. Der mit seiner Linse, mit diesem Linsendrehen mich immer noch in den Wahnsinn treibt. Oder bei einem anderen Projekt, wenn ihr Bock habt. Also bis dahin, haut da rein. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss.